Und in Berlin begrüße ich ganz herzlich Matthew Karnitschnik von Politico, dem Politikmagazin. Herr Karnitschnik, wir haben ja eben gerade mal die Grundsatzrede des Kanzlers in einem kurzen Auszug uns zusammen angehört. In Prag hat er ja die Kernthemen der Reform der Institutionen in Europa angesprochen. Und ein ganz wichtiges Thema war für ihn ja, wie gerade eben gehört, das Mehrheitsprinzip. Das ist nicht wirklich neu, aber glauben Sie, dass das tatsächlich mal Realität werden könnte? Mehrheitsprinzip beispielsweise, wenn die Regierungschefs sich treffen? Ja, schönen guten Morgen erstmal. Wie Sie richtig gesagt haben, hat er die Kernthemen angesprochen, aber gerade bei dem Mehrheitsrecht sozusagen, hat er nicht klargemacht, was er den kleineren Ländern in Europa anbieten könnte oder möchte. Und das ist ein Thema, mit dem sich die EU seit vielen Jahren auseinandersetzt. Und in dieser Rede wurde es ja leider nicht klar aus einer deutschen Perspektive heraus, wie der Bundeskanzler Bewegung in diese Debatte bringen will. Gerade bei dem einen Beispiel, das er genannt hat, Sanktionen, würden viele meinen, im Anbetracht der Situation mit Russland, dass es gut war, dass es keine Mehrheitsentscheidung gegeben hat. Das ist eine absolute Mehrheit in dieser Frage gab, weil dadurch konnte man einen richtigen Konsens innerhalb der Europäischen Union bilden. Aber auf der anderen Seite hörte sich das doch auch so ein kleines bisschen an, gerade beim Thema Sanktionspolitik. Das war so eine Spitze gegen den ungarischen Regierungschef Orbán, der ja verhindert hat, dass man beispielsweise beim Energieboykott noch ein bisschen härter vorgegangen ist gegen Russland. Und das schien ja so, dass er das wohl für die Zukunft gerne ausschließen möchte. Auf jeden Fall, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Slowakei auch dagegen war. Die Bulgaren, also die haben ja alle kleinere Ausnahmen ausverhandelt bei den Sanktionen gegen Russland. Also bei den kleineren Ländern wird das, glaube ich, sehr kontrovers diskutiert in den kommenden Jahren, ob man diese Mehrheitsentscheidungen akzeptieren will oder nicht. Und es ist, ich glaube, allen mittlerweile klar, dass für die großen Länder, vor allem für Deutschland und Frankreich, wäre es wesentlich bequemer, wenn sie sozusagen über die kleineren drüber fahren könnten bei diesen wichtigen Entscheidungen. Aber dieses Vetorecht werden sie nicht so schnell aus der Hand geben. Das war ja der eine der Kernpunkte des Bundeskanzlers gestern bei seiner europapolitischen Grundsatzrede. Das andere Thema ist ja die Verteidigungspolitik. Und da hat er ja noch mal gesagt, er möchte gerne diese Initiative, die ja von Frankreich ausging, die Idee einer europäischen Verteidigungsunion quasi noch mal weiterverfolgen. Aber auf der anderen Seite, momentan funktioniert ja die NATO so super. Ist das nicht dann eine Konkurrenz, die völlig unnötig wäre? Ich glaube, in Osteuropa würden viele Ja sagen. Das ist auch eine alte Debatte, die, wie Sie gesagt haben, die Franzosen seit vielen Jahren führen. In Osteuropa will man viel vorsichtiger vorangehen, wenn es ja um Alleingänge der Europäischen Union in Sachen Verteidigung geht, weil man will die Amerikaner halt nicht vor den Kopf stoßen. Und ihnen ist es in Osteuropa viel wichtiger, die Amerikaner im Boot zu halten als Garant für die Sicherheit der Region, als irgendwelche neuen europäischen Armeen aufzubauen. Und das einzige quasi Neue, was der Bundeskanzler gestern gesagt hat, war, dass er eine gemeinsame Luftverteidigung der EU befürwortet. Und das ist eine Idee, die es ja ursprünglich 2010 gegeben hat, innerhalb der NATO, aber da war zu wenig Unterstützung von den europäischen Partnern. Und das sind Dinge, die auch ja viel Geld benötigen. Und das ist in der Verteidigung immer so, und Sie kennen natürlich die deutsche Debatte, dass die Ziele oft hochgesetzt werden. Aber wenn man den Preis für diese Investitionen sieht, dann kriegt man einen kleinen Schock oft.
Wollen wir doch noch mal auf die gesamte Rede gestern von Olaf Scholz zurückblicken. Aus Ihrer Sicht, war das tatsächlich gestern der große Wurf des Olaf Scholz oder war das eher auch eine Rede, wie man sie hätte erwarten können? Oder vergleichen wir die vielleicht mal mit 2017, Macron vor der Sorbonne-Universität in Frankreich, wo er die Demokratisierung Europas gefordert hat. Ist das vergleichbar? Es ist vergleichbar, aber der Vergleich hinkt leider, weil was der französische Präsident damals skizziert hat, war eine große Vision für Europa, für einen föderalen Staat mit gemeinsamen Steuern. Das war wirklich also der große Wurf und es gab auch ein Riesenecho damals in Europa. Und ich habe jetzt die europäischen Zeitungen ein bisschen durchgeblättert. Und das Echo bei der Rede vom Bundeskanzler Scholz gestern war eher mau, würde ich meinen. Also da sieht man, dass bei diesen europäischen Themen, um das Interesse der anderen Europäer zu wecken, braucht man doch ein bisschen Charisma, würde ich sagen, und ein bisschen Vision. Und wie wir wissen, das sind ja nicht unbedingt die Stärken des deutschen Bundeskanzlers. Das meint Matthew Kanitschnik von Politico, dem Politikmagazin. Herzlichen Dank nach Berlin für Ihre Einschätzung. Danke Ihnen.